Peter sind in Schrems. Ein bisschen in Tour gefahren. Heute ist ein Sahara-Kollege mit, der Peter. Wie geht's dir? Ich freue mich, dass du Zeit noch mal hast, gell? Schönen Tag ganz schön. Auch wieder der Buhr, der Kiki, der Organisator. Kiki hat ein bisschen abgenommen, sieht man. Halt die Taschen passt. Ja, und auch unser Baustellenkind, der Peter, der hat gesagt, dass da haben die Leute Arbeit angeschafft. Was tun sie heute auf der Baustelle, Peter? Mann, wissen Sie, wie Sie es weitermachen müssen? Auch der Kusi, der Einsteiger von drei Langstrecken auf Enduro zusätzlich. Ja, passt schon. Und der Hof Alex, als erstes immer mit. Hast du heute mit? Die Dreh oder was? Ist mir versprochen, hast schon wieder was zum Löschen. Und auch der Doktor mit der weißen Panier. Hat auch mal Zeit, also hat er nicht Zeit gehabt, sondern der Termin ist nur ausgerichtet worden nach Herrn, weil heute hat er frei. Hat sich nur so mehr eigentlich. In der Arbeit. So mag er. Und eigentlich haben alle den Handmotor hergekriegt. Keine Zeit, immer in der Arbeit. Nein. Da haben wir aber noch ein bisschen. Also das war auf der Baustelle nicht passiert. Geht's, Betsy? Ja, ja. Da sieht man, du sollst nicht ab und zu in Enduro fahren mitfahren. Aber ich sieh dich, ey. Das ist ein Freund, was, Peter? Die helfen da gleich. Die helfen da, die springen runter. Genau. Hast du das gehört? Du sollst nicht jammern. Du bist ja unser Obertrailfahrer, probiert auch.